Hey Leute, was geht? Pronz, herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening zu FIFA 19. Und heute gibt es ein Best-of-Pack-Opening, denn ich habe wieder mächtig FIFA-Points aufgeladen. Wir haben Points im Wert von ca. 2000 Euro und ich werde davon einfach Packs öffnen. Ich denke, die Hälfte davon werde ich heute runterballern. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Das letzte Mal, wo ich für 1-2000 Euro geöffnet habe, saß ich da einen halben Tag und habe Packs aufgemacht. Inzwischen mache ich es ja so, dass ich sowieso fast alles skippe, was kein Walkout ist. So geht es ein bisschen schneller. So kriegen wir die 1000 Euro hoffentlich relativ schnell runter und ziehen dabei geile Sachen. Das Pack lag bisher in FIFA 19, war nicht schlecht bei uns. Messi, die Baller und viele andere geile Karten waren bisher am Start. Ich hoffe, darauf können wir heute aufbauen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben für dieses fresh Best-of-Pack-Opening da. Wenn ihr Bock habt auf weitere Pack-Openings, ist das auf jeden Fall die einfachste Methode, um mir das zu zeigen. Smash den Like-Button und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit den Packs. Bisher gönnen die Packs noch nicht so. Die waren auch mal besser die letzten Tage. Auch das Pack jetzt nicht wieder so nice, aber wir haben unseren ersten Info des Tages. Kann kein allzu geiler sein, weil es kein Walkout-Inform ist, aber Lala ist am Start. 84 Tempo, 76 Def, 80 Physical. Geht sogar eigentlich, ist aber nicht so gut, als dass man den jetzt gerne benutzen würde. Wir können mal gucken auf dem Markt, für was der so geht, aber ich glaube, über 10.000 kriegt man nicht für den. Den kann man discarden. Ja, okay, okay. Erster Walkout des Tages und ein Inform-Walkout. Da gibt es ein paar, die was kosten. Da gibt es aber auch Czech, der nicht so viel kostet. Okay, 84er Czech ist am Start. Ist ja auch das Minimum, was man braucht, um als Inform ein Walkout zu sein. 84er Rating. Ja, ja, ja. Wir gehen mal rein. Wir gucken uns mal den Preisvergleich an. Aber ich glaube, noch für mehr als Lala wird er gehen. Aber halt auch nicht für wirklich viel. 11 sind hier geboten. Ich glaube, 13 kann man schon für den kriegen. Aber es ist halt auch kein Top-Preis für einen Inform-Walkout, wenn man das jetzt einfach mal so bedenkt. Ich habe jetzt schon wieder mit Messi oder Ronaldo gerechnet, als das Walkout-Symbol kam. Ja, nächster Walkout. Let's go. Das ist kein Inform diesmal. Das kann was richtig Geiles sein. Okay, Mesut Özil. Let's go! Der einzige deutsche ZOM, den es gibt. Bei jedem Deutschen weiß man es eigentlich direkt. Linker Flügel, Sané, ZOM, Özil, Mittelstürmer, Müller, Torwart, Neuer, Innenverteidiger, Boateng oder Hummels. Da weiß man es noch nicht ganz genau, aber Özil auch nicht viel mehr wert als Czech in Form. Das ist schon lächerlich. Für einen 86er Walkout 13.000 zu bezahlen, ist ja auf Müller-Niveau. Warten wir auf den nächsten Walkout. Oh, und der kommt tatsächlich auf Call quasi und es ist ein Inform-Walkout. Frankreich, Stürmer. Ich weiß nicht, wen es da gibt. Ben Yedder, oder? Oh, 84er Ben Yedder. Und der ist auf jeden Fall der wertvollste Spieler, den wir hier heute bisher gezogen haben. Ich meine, okay, ist jetzt nicht so schwer, weil der wertvollste jetzt vorher 13.000 oder so wert war. Aber trotzdem. Der kann für echt viel gehen. Ich tippe mal so auf 60 oder so. Komm. Oh. Ich glaube, der Tipp ist richtig, richtig gut von mir gewesen. 60.000 Münzen werden wir für Ben Yedder Inform sicherlich bekommen. Der ist richtig, richtig stark. Ja. Wieder Inform Walkout. Oh mein Gott. Mein Gott, Czech. Was für Czech? Warum denn wieder Czech? Nein. Von mir aus nochmal Ben Yedder oder einen der ganzen anderen Walkout-Informs, die es gibt. Aber Czech ist, glaube ich, echt der billigste. Der ist halt so viel wert wie nicht Walkout-Inform. Aber gut. Zumindest kann man den verkaufen. Bitte. Inform-Walkout wieder? Ben Yedder, komm. Mathe? Ich glaube, ja, der nächste 84er. Martip, wir ziehen viel mehr Inform-Walkouts als normale Walkouts. Aber das Problem bei Martip ist, ich habe auch das Gefühl, dass er nicht viel mehr als 15.000 wert ist. Weil seine Stats jetzt nicht die krassesten sind. Oh. 13k hat hier jemand geboten, eben mal welche für 18k, so Vollkaufpreis. Der ist auch wieder auf Czech-Niveau. Was ist denn los mit den ganzen Inform-Walkouts? Werden die so oft gezogen oder will die einfach keine haben oder was geht? Man muss ehrlich jetzt immer hoffen, wenn es ein Walkout ist, dass es kein Inform ist. Bitte. Ja, es ist kein Inform. Spanier. ZOM?
David Silva, 89er Rating, let's go! Was für geile Animation auch, wie er das macht mit dem Fischer. Versucht er seine Karte anzuziehen, Party geht auf jeden Fall richtig ab gerade. 89er David Silva, Barclays Premier League, auch geiler Spieler. Problem ist, dass der glaube ich auch keinen so geilen Preis hat. Die letzten Jahre war der immer gefühlt 10.000 Coins wert, obwohl der immer ein krasses Rating hatte. Rating wurde sogar geupgradet. Und der kostet scheinbar, ja Mann, der kostet 30.000 Münzen. Ich meine 89er Rating, er ist gefühlt ein Top 10 Player, der muss einiges wert sein. Alles andere wäre peinlich, aber 30.000 Münzen ist sogar mehr, als ich tatsächlich gedacht habe bei David Silva. Weil 66 Tempo, 60 Physical, das sind Stats, die machen den kaum nutzbar. Klar kann der Pässe spielen, klar kann er dribbeln, aber nicht mal schießen kann der wirklich. Was halt auch schon irgendwo bitter ist für 89er. Nein. Aber in Form, oder? Hä? Nicht blind? Wait, aber Dele Alli! Hä, das sah einfach aus wie in Form und wir haben 84er Dele Alli am Start in dem Set. Kurios. Ey, wenn man geile LEDs hat, haben die dann auch nochmal eine andere Animation als normale LEDs? Oder war ich gerade einfach paranoid? Ey, der kostet einfach so viel wie David Silva, den wir vorhin gezogen haben. Ich glaube, den kriegt man auch für 30.000 weg, den Dele Alli. David Silva habe ich auch für ein bisschen unter 30.000 wegbekommen. Heißt, 84er und 89er einfach gleich viel wert. Aber Alli hat halt auch die besseren Stats. Ich würde auch lieber Alli spielen, wenn ich aussuchen könnte. Es fehlt noch ein Kracher. Über 100.000 Münzen können jetzt kommen, wenn dieser Walkout hier geil wird. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist ein Inform. Ey, nein! Nein, warum? Was ist das? Ja gut, sind nochmal 14.000 Münzen oder so an sich. Besser als gar nichts, aber ganz ehrlich, eigentlich sehe ich das nicht ein. Also den discarde ich lieber mal, um Zeichen zu setzen, dass ich den nicht mehr haben will. Das Geld geht weiter weg und hier ist gar nichts am Start. Oh, es ist doch was am Start. Jesus! Ey, einfach ein Pack, das wir komplett skippen, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass da überhaupt irgendwas drin ist, was über 1k wert ist. Und es ist gefühlt der wertvollste Spieler. Platz 2, glaube ich, heute von allen Spielern, die wir gezogen haben. Fucking 83er Gabriel Jesus. Monster Watch könnte eigentlich auch öfters gegönnt werden. So bei 1000 Euro gar kein. Monster Watch Walkout wäre jetzt natürlich anders. Okay, das war es auch schon wieder. Brasilien. Oh, Casemiro, 88er, das ist auch nice. Und ich glaube, der ist deutlich mehr wert als der David Silva, den wir vorhin gezogen haben. Ich meine, was heißt deutlich mehr? 50 ist mein Tipp bei Casemiro. Hat jetzt auch nicht so die besten Tempo-Stats und alles, aber der ist halt ein defensiver Spieler. Der ist groß, der ist ein Tier, der hat alles, was er da auf der Position braucht. Okay. Doch. 45k geboten. Heißt, 50.000 Münzen kriegt man für diesen Casemiro, denke ich. Fernandinho hätte es auch sein können als brasilianischer ZDM. Ich weiß nicht, ob der Mehrwert gewesen wäre, aber damit kann ich leben. Viele Packs sind es nicht mehr, die wir jetzt aufmachen. Und uns wird aber noch Walkout gegönnt. Inform Walkout. Also wenn jetzt Tschechien kommt. Ernsthaft? Ja. Ich habe 6 Informs heute gezogen und 4-mal davon war es Tschech. Ey, hau mir ab, Tschech, ganz ehrlich. Ich mache sogar den größten Disrespect, nehme alles mit. Und du Tschech, du wirst weggehauen. Dich behalte ich auf jeden nicht. Der größte Witz, den ich je gesehen habe, wenn ich den noch einmal ziehe, dann kaufe ich mir den 100-mal und schluss den 100-mal ab. Oh, once to watch. Wir kriegen tatsächlich noch eine Once-to-Watch heute. Das ist Promise, oder? Und es ist sogar Promise, einer von den Fresh Once-to-Watch-Karten. Ich war schon wieder kurz davor, das Pack zu skippen, weil es kein Walkout war. Dann ist es eigentlich nie was Geiles. Aber ich habe es einfach durchlaufen lassen, weil es halt eines der letzten Packs ist. Und dann kriegen wir tatsächlich auf Krampf zum Ende hin nochmal einen Promise. Wobei der vom Wert, glaube ich, auch mit der wertvollste ist, den wir heute gezogen haben. Oh, nicht nur mit der wertvollste, der geht für über 100.000 Münzen.
Er ist einfach der teuerste Spieler, den wir hier heute bekommen haben. Und auch der wurde fast wieder geskippt. Zum Glück nicht. 83er Promise. First Owner. 100k wert. Das war's noch schon soweit von diesem Video. Wir haben knapp 1000 Euro runtergezogen und die Ausbeute war für 1000 Euro jetzt nicht so geil. Ich muss aber sagen, dass ich auch schon Schlimmeres erlebt habe. Ich hatte schon mal für 1000 Euro Packs aufgemacht und hatte da zwei Spieler, die 20k wert waren und sonst gar nicht. Manchmal hat man Tage, da zieht man für 10 Euro, zieht 5 Workouts, manchmal zieht man für 1000 Euro, kriegt keinen einzigen. Heute mittelmäßig Glück gehabt, der Promise am Ende hat nochmal gut rausgeholt. Ich wäre echt traurig gewesen, wenn da kein einziger Once-to-Watch bei gewesen wäre. Ein paar Workouts, ein paar Inform-Workouts, ein paar Informs, ein paar Mal Check. Alles dabei gewesen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann gibt es auf jeden Fall weitere Pack-Openings. Das nächste Mal vielleicht mit noch mehr Pack-Luck oder vielleicht wieder mit einem Spieler, der 200, 300, 500.000 Coins oder eine Million wert ist. Ich bin raus, Leute. Macht's gut, bis dahin und ciao.